Essener Lesben und Schwule protestierten heute vor dem Bischofssitz. Mit dem symbolischen Anschlagen von 10 Thesen wollen die Aktivisten den Ruhrbischof Franz Josef Overbeck zum Umdenken bewegen. Overbeck hatte in einer Talkshow gesagt, Homosexualität widerspreche der Natur von Mann und Frau. Die Aktivisten kritisieren, dass lesbischen und schwulen Mitarbeitern in der katholischen Kirche die Kündigung drohe. Es gibt sehr viele Schwule und Lesben, die katholische oder evangelische Christen sind, aber auch katholische Christen eben halt. Und die haben gefälligst, wie alle anderen, auch in den Lebensmittelpunkt von Kirche gestellt zu werden. Mit ihrer Liebe, mit ihrem Leben, mit ihren Partnern, auch mit ihrer Sexualität. Bisher hat der Bischof noch kein Gespräch mit dem Forum Essener Lesben und Schwule geführt. In Bottrop hat heute das